Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Tests der DJI Osmo Pocket in den Unterwassergehäusen. Bei unserem heutigen Test haben wir ein neues Teil, und zwar eine Weitwinkellinse zum Aufsetzen. Wir werden sehen, ob diese in die Gehäuse passt und wie die Bilder damit ausschauen. Diesmal sind wir für die Testaufnahmen zum Schönener Feldersee gefahren, weil wir dort klares Wasser haben. Auch heute wieder habe ich meinen lieben Freund Christian als Model dabei. Wir nehmen die magnetische Vorsatzlinse, die es auch von anderen Herstellern gibt, aus dem Aufbewahrungsbehälter. Zum Aufsetzen der Linse muss die Osmo Pocket zuerst initialisiert werden. Wir fixieren die Kamera auf einem Stativ, um die Unterschiede zwischen Weitwinkel und Standard besser sehen zu können. Mit aufgesetzter Weitwinkellinse fallen sofort die sehr unscharfen Randbereiche auf. Entfernt man die Linse, ist der Bildwinkel zwar viel enger, aber dafür überall scharf. Hier noch einmal zum Vergleich mit aufgesetzter Weitwinkellinse. Als nächstes bauen wir die Osmo Pocket in das Originalgehäuse ein, setzen die Linse auf, verschrauben das Gehäuse und schauen, ob die Linse darin überhaupt Platz hat. Okay, das funktioniert. Der Einbau im Fremdherstellergehäuse stellt überhaupt kein Problem dar, da hier viel mehr Platz ist. Somit geht es gleich weiter ins Wasser zu meinen geliebten Fischis. Und der Christian ist auch schon da. Auch unter Wasser kommt die Kamera auf ein Stativ, um hier das Problem des spiegelnden Displays besser sehen zu können. Des Weiteren ist der Vergleich der Bildwinkel natürlich so viel einfacher. Erschütterungen darf das Gehäuse keine abbekommen, da sonst die Linse heruntergeht. Beim Betrachten der Aufnahmen zu Hause am großen Bildschirm müssen wir leider feststellen, dass der Bildwinkel durch die Weitwinkellinse zwar viel größer wird, die damit gemachten Aufnahmen aber alle leicht unscharf sind. Als nächstes schauen wir uns das Fremdherstellergehäuse an, welches schon im ersten Test genug Probleme aufgezeigt hat. Hier haben wir sehr darauf gesetzt, mit der Weitwinkellinse endlich scharfe Bilder zu bekommen. Doch leider bleibt alles beim Alten. Alle Bilder sind extrem unscharf. Bei dieser Aufnahme schlage ich zur besseren Veranschaulichung auf das Gehäuse, damit die Weitwinkellinse abfällt. Unser Testfazit: Das Fremdherstellergehäuse ist absolut unbrauchbar, aber auch das Originalgehäuse von DJI ist nur sehr, sehr eingeschränkt nutzbar.